Gitter als auch auf der Mauer. Ist jetzt nicht gerade so viel los. Zumal meine Einheiten anscheinend so doof sind, die Pfeile anzugreifen. Brennt einen Kampf. Um den Platz. Kill them! Kill them all! Ah, die stehen sehr schön zusammen, da wollen wir ihn lassen. Ja. Es wird keine kurze Schlacht. Aber das habe ich halt sofort gesagt. Das hat nicht kurz wird. Sie versuchen uns zu bekämpfen. Sagen. Die Reiter sind unterwegs und ich habe so viel Infanterie, wo ich aber nicht weiß, was ich mit denen anfangen soll. Das ist ein Infanterieregiment. Ich brauche einfach nur eine Bresche in die Mauer schlagen und dann funktioniert das alles schon. Demnach laufen mal meine Einheiten wieder schnell, schleunigst rüber. Die Bresche ist ja auch fast da. Was dauert denn jetzt so lange? Sehe ich davon ab, dass ich meine letzten Truppen ja auch noch hochschicke, denn die warten einfach mal darauf, dass dort mal einiges aufgeht. Ah, diese Einheit wird leider geopfert werden. Muss ich da halt jetzt ordentlich Verluste, die Feinde werden dadurch demoralisiert und das kann auch schon helfen. Ein Bürger mit Musketen generell schon demoralisiert von Geburt an sind. Denn wer als Bürger mit Muskete geboren wird, der wird auch sein Leben lang weinen wie ein Baby. Nein. Die Steuerung hier oben ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Hallo, Jungs. Merkt ihr nichts? Boah, Alter. Diese Steuerung! Was wollt ihr denn? Nein, ihr sollt... Dreht euch halt um. Macht es halt so, wie auch immer. Das dauert nicht mehr lange. Oh, ist gleich kaputt. Und nur aber hopp hier. Meine Soldaten drängen die immer weiter zurück. Die Feinde. Sie sehen immer noch nicht so aus, als würden meine Einheiten da flüchten. Auch wenn wir schon einige verloren haben.
halt russische Soldaten. Und die Mauer ist kaputt. Dementsprechend dürfen wir keine Zeit verschwenden und sofort reinmarschieren. Die Kavallerie kann ich jetzt einfach nochmal wieder zurück über den großen Berg schicken. Diesmal im Lauftempo. Nur aber hopp hier. Muss schnell gehen. Hinter stehen bleiben. Achso, die wollen gar nicht weggehen. Einfach weiter rein. Meine Einheiten kämpfen hier oben immer noch. Die halten jetzt immer noch wacker aus. Schuss! Oh, meine Einheiten kriegen es nicht gebacken, da sich ordentlich zu formieren. Bin ich ziemlich traurig. Kämpft ja auch immer noch. Charge! Wir haben das Tor eingenommen! Die Kavallerie ist bereit. Dann schicken wir sie los. Tapferen Soldaten, die eben die Mauer eingenommen haben, flüchten. Allerdings nicht lange. Ja. General ist tot und da rennt noch ein einziger Herr hinterher. Da kommen noch zwei Bürger mit Musketen, die werden jetzt hier auch nochmal niedergebrannt. Alle bereit. Run, run, and run.
sie sich nicht anders zu helfen, als in den Nahkampfmodus zu gehen. Das merkt man. Leicht hier. Ah, und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier wirklich die Kamera nicht reinschicken sollte. Ich glaube, da wären die Verluste jetzt größer, als wenn ich die halt rausmachen will. Hier, muss nicht mehr in Nahkampfmodus sein. Hatte ich vergessen. Vielleicht ein wichtiges Detail für euch. Wait for it, wait for it. Stellen! Anlegen! Und nichts tun! And don't attack him, melee, or something like that. Run, run, and run. Still active. Auch diese Technik schon gelernt. Allerdings sind unsere Truppen besser. Der Feind schlechter. Dort ist nur noch eine Einheit. Und diese Armee wird auch gleich vernichtet sein, denn die müssen erstens nachladen und zweitens steht unsere Elite vor ihnen. Russische Spezialtruppen. 230. Infanterieregiments. Feuer. Menaken feuert. Menaken. Und feuert. Aber jetzt werden wir von zwei Seiten behagt. Eine Armee nachladen muss. Hat sich die andere darauf. Dass geschossen wird. Wir tun hier gar nichts mehr, das ist auch schön. Don't shoot on them. Jetzt sind sie so sterben. So, man schießt auch dorthin. Thank you.
Weil die jetzt aufgeschreckt worden sind, noch zu verkraften. Wenn sie im Nahkampfmodus attackieren. Nein, schieß nicht. Ich will, dass ihr erst schießt, wenn ihr den Feind dort hinten seht. Ja, noch ein Stück weiter nach vorne. Ein Stück. Genau, Schritt. Korsika. Weiterhalten. Und feuert, wenn ihr nachgeladen habt. Hier tut der Feind nichts. Und dort drin sind einige Einheiten anscheinend, die haben sich hier verlaufen. In der Wand. Ja, und zweite Fußzeile. Sehr schlaue Formation, muss man sagen. Wäre ich auch nie drauf gekommen, so zu formieren. Vielleicht beenden. Ein glorreicher Sieg. Naja, war ein langer Sieg. Jedenfalls, ich hatte nicht daran gezweifelt, dass wir verlieren. Dass wir gewinnen. Pardon. Also ich hatte nicht gedacht, dass wir verlieren. Und das war ja auch nicht so, nicht wahr? Nun gut. Ich weiß gar nicht, wie lange die Schlacht jetzt gedauert hat. Auf jeden Fall haben wir gewonnen und Venedig eingenommen. Jetzt gehört Venedig uns. Das war alles reparieren, was unser Budget gerade sprengt. Aber Venedig freut sich und wir kriegen auch relativ viel Geld durch Venedig. Dadurch ist unser Standpunkt in Europa nochmal mehr gefestigt worden. Und ich denke, der Part ist jetzt so weit fortgeschritten, als dass ich ihn beenden kann. Ich weiß gar nicht, 40 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange jetzt der Part wird. Vielleicht cutte ich den auch in zwei Parts. Das wäre sehr, sehr vorteilhaft. Na okay, also ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.